Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf Gustav Spielwiese. Mein Name ist Sergeant Gustav und ich bin dieses Wochenende einer der Glücklichen, der ein Alpha-Key für Diablo 2 Resurrected gekriegt hat. Das Ganze für die technische Alpha. Und zwar wird das Ganze hier übers lange Wochenende, sage ich mal, 4 Tage lang getestet. Und ja, parallel dazu habe ich das auch einmal angeschmissen, mein Stream auf Twitch, und habe das ein bisschen gestreamt, habe hier ein bisschen den Jarl Gustav auf Level 8 gebracht, das Ganze in Form eines Barbaren. Und ja, ich wollte halt meine Eindrücke hier zum Besten geben und würde sagen, wir steigen auch direkt ins Spiel ein. Insgesamt gefällt mir das Spiel sehr gut, ich habe da eigentlich bis jetzt nicht zu meckern gehabt. Da sind wir auch hier in Tristram. In unserem Startlager. Veteranen finden sich hier natürlich zurecht. Ich selber habe Diablo 2 damals auch gespielt. Nicht ganz so lange und auch nicht ganz so ausgiebig, aber damals hat es mir sehr gut gefallen. Das hatte für mich so einen Touch von, ja, ich entdecke das alles mal neu, das Genre hier, Hack and Slay. Und es war super schön. Jetzt natürlich Diablo 3 gesuchtet ordentlich und natürlich wird man sich auch die Erweiterung hier irgendwann holen. Sprich nicht die Erweiterung, sprich ja, das Remake, das Remaster von Diablo 2. Und ja, ich freue mich. Das, was ich bis jetzt gesehen habe hier, sieht sehr, sehr schick aus. Es spielt sich sehr, sehr schick. Es steuert sich sehr, sehr schick. Es gibt einen Button, hatte ich irgendwo mal gelesen. Den habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Und zwar kann man hier von alter Grafik auf neuer umstellen. Ja, ist ein nettes Feature, ob man das jetzt braucht. Man weiß es nicht. Wenn ich das Spiel in der alten Grafik genieße hätte wollen, dann könnte ich mir natürlich auch das originale Diablo aus dem Keller holen und dann natürlich das so spielen. Aber ich denke mal, die meisten von euch da draußen wollen es natürlich in diesem neuen Grafikgewand genießen. Und ja, insgesamt super, super schön. Ich werde jetzt einfach mal direkt hier gleich über unseren Teleporter direkt mal ein bisschen das Dungeon zeigen in Stonyfield. Zack. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Mobs, die ich vorhin platt gemacht habe beim Stream, respawnen. Da sind auf jeden Fall schon welche. Ich werde nachher auch ein bisschen was zu der Skillung sagen. Ich habe jetzt nicht ganz so einen direkten Vergleich mit dem Original, weil ich es, wie gesagt, jahrelang nicht mehr gespielt habe. Aber wir können ja hier kurz Rast einlegen, bevor wir ins Dungeon gehen. Und können uns hier nochmal die ganzen Charakterfetze hier reinziehen. Also das sieht sehr schick aus. Ich glaube, das wurde im Gegensatz zum Original definitiv verbessert. Sehr gut beschrieben, das Ganze. Dann haben wir hier nochmal unser Inventar. Das, finde ich, ist ein bisschen klein ausgefallen. Sieht aber definitiv schicker aus als das alte. So viel kann ich schon mal sagen. Das habe ich auch noch im Kopf. Hier haben wir dann unser Skilltree. Auch ganz nice gemacht. Aber korrigiert mich da oder ja, gibt auch gerne Anregungen in den Kommentaren. Ich habe das Original nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Für mich sieht das schon alles ziemlich schick und aufgeräumt aus. Aber ich habe da jetzt leider keinen direkten Vergleich. Hier haben wir nochmal unser Questlog, sage ich mal, wo man dann sieht, was wir alles gemacht haben, wo wir dann hinwollen, was wir auch machen müssen hier. Und ja, Menü klar. Insgesamt, wie gesagt, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Lief Bombe, muss ich sagen, beim Stream. Ich habe jetzt keinen Absturz gehabt, irgendwie nichts Extravagantes, wo man sagt, oh, da müsste man sich Sorgen machen für den finalen Release. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Underground-Passage Level 1 rein. Und auch da sehen wir richtig schick das Ganze. Wenn ich mir dieses Level hier reinziehe, dann weiß ich auch, warum die auch in Diablo 4 gesagt haben, dass der vierte Teil dem zweiten ähneln wird. Von der Atmosphäre, von diesem, ja, düsteren Setting. Gefällt mir sehr gut. Nebenbei werden wir hier noch ein bisschen rummetzeln. Ja. So. Hier sehen wir schon ein bisschen die Bewaffnung, die wir haben. Schon eine sehr schöne Einhandaxt mit ein bisschen Gesockel hier, um das Ganze zu verstärken. Ja, Inventar hätte ruhig ein bisschen größer ausfallen können, aber war, glaube ich, bei Diablo immer so, ne? Also das Inventar war so ein bisschen, kommt mir jetzt hier in dieser Version ein bisschen arg klein vor. Vielleicht wird sich da noch was tun. Man weiß es nicht. So, habe ich eine Portalrolle am Start? Dann kann ich mich dann wieder zurückbeamen. Ich glaube, ja. Dann können wir hier noch ein bisschen was wegknallen. Spielt sich sehr schön. Spielt sich sehr schön. Fühlt sich gut an.
Und wie gesagt, ich glaube, dass wir uns da jetzt für die finale Version nicht so große Sorgen machen können, wie der ein oder andere, dem das Warcraft 3 Debakel noch im Kopf schwebt, da noch die Ängste hegt. Aber ich denke mal, das sieht alles hier sehr nice aus. Tolle Atmosphäre, haben alles richtig gemacht. Ich werde natürlich auch morgen, weil das Video nehme ich jetzt gerade live und ungeschnitten auf den Samstagabend auf, ist glaube ich kurz vor 23 Uhr, werde dann am Sonntag vielleicht, also morgen sprich, gucken, dass ich vielleicht nochmal ein Video mache, wenn ich noch ein bisschen weiter im Spiel komme. Die Zeit ist natürlich ein bisschen begrenzt, deswegen weiß ich nicht, ob ich bis Akt 2 komme. Würde aber natürlich auch gerne mal die Startgebiete von Akt 2 begutachten. Aber da werden wir sehen, wie weit ich da noch komme. So. Level Up ist noch ein bisschen in weiter Ferne hier. Da sehen wir jetzt ein bisschen Action. Sound wunderbar. Die Vertonung natürlich auch wie gewohnt bei Blizzard. Die englischen Sprecher. Sehr, sehr nice. Macht da unheimlich viel Bock und Spaß dazu zu hören. So, den Blauen müssen wir erstmal platt machen hier. Obacht. Sonst kratzen wir hier ab. So. Der eine oder andere, habe ich gelesen, hat ein bisschen gemeckert, weil sie den ersten Boss ein bisschen anders designt haben. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen weg. Das hat natürlich den einen oder anderen Veteran so ein bisschen geärgert. Ja, gut. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich habe den Boss eben bekämpft beim Stream und ich fand, der sah eigentlich ganz geil aus. Aber man kann es auch nicht jedem Fan da draußen recht machen. Muss man dazu sagen. So, wir werden nochmal den Schaman platt machen hier und seine Konsorten. Und dann werden wir noch einmal hier über die Portalrolle in die Stadt, um noch ein bisschen das Startgebiet zu erkunden. Zack. Damit wir dann das Startgebiet auch in seiner ganzen Pracht hier erkunden können. Und auch hier weiß ich jetzt gar nicht, ob die Mobs hier respawnen. Bin ich mal gespannt. Erkundet habe ich auf jeden Fall alles. Man sieht das anhand der Minikarte. Genießen wir halt so ein bisschen die Landschaft. Da ist einer. Ne, ich glaube, die respawnen tatsächlich. So. Ja, die Fähigkeiten könnte man hier dann nochmal umstellen, wenn wir dann irgendwas freigeschaltet haben. Im Moment spiele ich halt mit dem Bash. So. Gibt's ein bisschen Haue. Normale Attacke haben wir auch am Start. Ich muss noch mal einmal gleich gucken hier, was dann später dran ist. Auf jeden Fall war ich erstmal drauf bedacht, die Skillung erstmal so einzustellen, dass ich hier an jeder Hand eine Zweihand, eine Einhandwaffe tragen kann. Das war erstmal die oberste Prämisse. Das geht. Und hier kann man natürlich dann im Laufe des Spiels weitere schöne Sachen freischalten. Habe ich dann ein bisschen wieder auf Äxte spezialisiert. Und ja, da geht noch einiges. Wie es jetzt im finalen Spiel aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob alles drin ist. Aber soweit ich das auch gehört habe und mitbekommen habe, soll das Spiel eigentlich relativ originaltreu bleiben. Mit einigen Verbesserungen, die dann zur heutigen Zeit passen. Ja, und ich hatte eigentlich vor, dieses Video jetzt nicht allzu groß zu halten. Wie gesagt, ein bisschen Gameplay zeigen. Das Dungeon habe ich ein bisschen gezeigt. Hier das Startgebiet wieder. Man sieht schon natürlich am Ansatz, wie geil das alles aussieht. Hier können wir nochmal rein. Genau so habe ich mir das Spiel vorgestellt. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Zumal ich sowieso tierisch Bock auf Diablo 4 habe. Und ich schon ein kleines Hack and Slay brauche, um mir ein bisschen Zeit zu vertreiben.
Letzte Hack'n'Slay, was ich gespielt habe, war Wolzen. Lords of Mayhem, was mir zu Anfang sehr gut gefallen hat. Hab's aber leider ein bisschen vernachlässigt. Aber jetzt im Moment, wenn ich jetzt hier bei Diablo 2 wieder zugange bin, dann bin ich natürlich wieder heiß auf Diablo an sich. Aber wir gucken mal. So, den Schamanen wieder platt machen. Immer schön als Ersten wegknallen. So, Portalrunde nehmen wir nochmal mit. Ist sogar ein bisschen ungewohnt, wenn man jetzt schon, ich habe ja schon jahrelang Diablo 3 gespielt, dass man hier keine Fertigkeiten auf 1, 2, 3, 4 hat. Dass man alles halt mit links und rechter Maustaste macht. Und auch das Umstellen der Skills. Aber so war das Spiel halt nun mal. Korrigiert mich da auch gerne, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Aber mir fehlt schon dieses parallele Aktivieren von 1, 2, 3. So, hier machen wir nochmal einen Trank rein. Ja, ich bin auch traurig, dass die technische Alpha bald vorbei ist, aber es ist, wie es ist. Dementsprechend, zack, nochmal in die Stadt rein. So. Und ja, das sollte es eigentlich erstmal gewesen sein. Es sollte eigentlich, wie gesagt, ein kleines informatives Video sein, dass man einfach mal ein bisschen was von dem Spiel gesehen hat. Ich werde mich gleich hier hinten ausloggen. Also ich komme hier eigentlich nicht. Hier komme ich gar nicht raus, ne? Nur von hier. In der Regel, glaube ich, wird sich derjenige, der sich für Diablo 2 und gerade auch für diese neue Version interessiert, der wird sich seine Info schon geholt haben. Aber vielleicht stolpert ja der ein oder andere über meinen Kanal. Und natürlich für all meine Abonnenten muss ich auch dieses kleine Video mal machen. Da wird bestimmt der ein oder andere Diablo 2 Interessierte dabei sein. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, eventuell kommt jetzt morgen, übermorgen noch eine Folge 2. Wie gesagt, mal gucken, wie es mit der Zeit ist. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, abonniert mich gerne, ich würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Anmerkungen, auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Bleibt sauber und viel Spaß beim Zocken. Bye, bye.